Tom Lindner, sensationeller vierter Platz als erstjähriger Junior. Tom, wie war's? Ja, war. Danke. Ja, war es eigentlich super zufrieden. Mein Start war nicht so gut. Da ich aus der vierten Reihe gestartet bin. Aber kam dann in der ersten Runde relativ gut nach vorn. Und ja, ich bin dann einfach das ganze Rennen mein Tempo gefahren. Und am Ende ist ja dann ein super Platz rausgekommen. Du sagst es, Startreihe 3, ein oder ein bisschen weiter vorne. Da wäre eine Medaille drin gewesen, da hat ja jetzt nun nicht viel gefehlt. Ärgerst du dich ein bisschen? Naja, ärgern nicht direkt, dadurch ich ja trotzdem ein super Rennen gefahren bin und super zufrieden bin. Etwas schade, dass dann die Medaille so kurz nur vor mir war, aber alles gut. Hast du irgendwas mitgekriegt? Du hast eben gesagt, du seist in deinem Flow, in deinem Rhythmus gefahren. Hättest gar nicht gewusst, dass du so weit vorne bist. Hast du uns schreien gehört? Wir sind immer noch heiser. Ich hab ja so im Unterbewusstsein ein paar Stimmen mitbekommen, aber so richtig habe ich nichts mitbekommen. Was bist du für Reifen gefahren? Schlammreifen. Von Challenge, ja. Bist du oft gestürzt? Vorne in der Spitze gab es Stürze wie, ich weiß nicht, bei Glatteis? Ah nee, ich bin nicht ein einziges Mal gestürzt. Sensationell. Was kommt jetzt noch nach der heutigen WM? Ah, jetzt habe ich erstmal eine Trainingspause und dann geht es in einem Monat mit dem BDR ins Trainingslager auf die Straßenvorbereitung. Wir haben es eben schon kurz angerissen. Zukunft Straße oder Gelände? Ah, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich möchte mal noch die nächsten zwei Juniorenjahre auf der Straße abwarten und dann entscheide ich weiter. Wie fühlt sich das an, ein vierter Platz? Sehr gut. Wie wird gefeiert heute Abend? Mal schauen. Kommt drauf an. Achso, ich glaube, du hast noch gar nicht richtig realisiert, was du da gerade geschafft hast. Ah, ich bin auch noch etwas überwältigt und ja, kommt, denke ich, heute Abend erst. Du hast eben noch sehr stark gehustet und ich hab gesehen, dass Eiter aus deinem Hals kam. Das fand ich ziemlich schräg. Das heißt, du bist gar nicht richtig gesund? Ah, ich war vor 4 Wochen war ich ziemlich erkältet. Und ja, ich konnte das Training halt auch nicht ganz weglassen, wegen den Rennen jetzt. Und der Husten ist halt bei starker Anstrengung immer noch da. Und ich denke, das wird jetzt erst in der Pause weggehen. Okay, cool. Möchtet ihr kurz irgendwas sagen? Das Mikro dann weiterreichen. Also mein Rennen war eigentlich ganz gut. Ich bin zwar von relativ weit hinten gestartet, konnte mich dann auf 25 vorarbeiten, konnte mich da dann auch gut halten. In der letzten Runde oder vorletzten Runde hatte ich dann auch einen Platten und bin dann 10, 15 Plätze zurückgefallen und bin jetzt mit dem Ergebnis eher nicht so zufrieden, aber ich habe mich gut gefühlt und ich denke, es war in Ordnung. Weißt du, welchen Platz du belegt hast? Ich glaube 41 jetzt, also 15 Plätze so verloren, 20 Plätze durch den Platten, aber... Was war deine Zielsetzung vorher? Ja, mein bestes Ergebnis beim Weltcup war 28er und eigentlich liegt mir der Match eher nicht so und deswegen wäre ich mit einem Top 30 Platz eher schon zufrieden gewesen. Was mit euch anderen Jungs? Ja. Stell dich kurz vor und sag mir, wo du reingekommen bist. Ich bin Pascal Temke. Ja, Stadt war nicht gut, kam ich nirgends vorbei und dann war das Rennen schon arg gelaufen eigentlich. Und konnte ich noch ein paar Plätze gut machen, aber nicht mehr viel. Es war nur die Kette zweimal runter und ja, war nicht so gut. Was kommt jetzt nach der Saison? Jetzt erstmal Pause und dann bereite ich mich auf die Mountainbike-Saison vor. Nehmen. Ja, also David Westhoff bin ich. Beim Start lief es direkt schon ziemlich schlecht bei mir. Ich bin von so einem Norweger, glaube ich, irgendwie abgeräumt worden und hatte dann die Kette ab und dann war da mit ziemlichem Abstand schon letzter im Gelände. Dann habe ich in der ersten Runde mich ziemlich übernommen, weil ich da versucht habe, halt ziemlich weit nach vorne zu kommen, aber viel mehr ging da nicht. Und bin dann, glaube ich, 45. oder so, aber
ist jetzt nicht so zufriedenstellend. Ja. Was kommt bei dir jetzt noch? Ne, bei mir kommt jetzt erstmal eine Pause. Also Cross-Saison ist jetzt vorbei. Und dann geht's nach zwei Wochen weiter mit der Straßensaison. Okay, super Jungs, vielen Dank. Wir sehen uns.